Wir haben uns mal Richtung Meer bewegt. Wollte einfach so ein bisschen schöne Touristengebiet hier sehen in der Kapan. Echt herrliche Gegend hier. Wir zeigen euch gleich mal ein bisschen was. Wenn wir hier rumgehen. Wir haben Hunger, wir wollen mal lecker schön Burger essen gehen oder generell etwas Vernünftiges essen gehen. Und hier gibt es so viele Restaurants, Lokale. Schön hier. Mal ein bisschen ausspannen, Auszeit nehmen. Und heute Abend gibt es dann wieder Baller. Aber erstmal eine kleine Auszeit gönnen. Rumgegangen und ein richtig geiles Restaurant gesehen. Mack Kebab. Kommt gerade vor aus der Heimat. Kebab halt. Und hier gibt es echt geile Sachen. Sehr starker Fisch. Wird auch über 2 Meter auf jeden Fall haben. Bin auf jeden Fall schon ganz schön wieder kaputt. Ich kann ihn dir gerne abnehmen. Der erste richtige geile Waller hier bei unserer Tour. Vielleicht weißt du mir bestimmt noch mal zum Abschied erstmal ein paar bevor wir nehmen. Erster Fisch, 22 Uhr erst. Mal schauen, was die Nacht so bringt. Legen wir die Route neu aus, wa? Würde ich auch sagen. Fettes Petrikeule. Sauber. Reingedonnert. Zweiter 2 Meter Fisch. Boah.
Jetzt sind sie ganz schön auf Raubzug. Guckt ihn euch an. Was für ein U-Boot. Es ist echt ein Traum, was hier so alles passiert. Wow, herrlich. Geil. Herrlicher Drill, herrlicher Fisch. Nehmen wir die Route kurz neu raus. Dann versuchen wir ein Auge zuzumachen. Geil. Ohne Worte, kann man nicht beschreiben. Spannung, 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 Spannung. Schnell, 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 schnell. Nicht so viel Spannung verlieren. Spannung, Spannung, der kommt auf dich zu. Schnell, 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 schnell. Schneller, schneller, schneller. Du denkst nur, der ist ab. Komm, 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 komm. Ich hoffe natürlich, dass... Komm, 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 komm. Schnur gerade verlegen. Ah, ab. Ah, oh, verdammt. Letzte Nacht hatten wir ja zwei schöne Fische gefangen. Und gerade, ich stehe gerade mit den Ruten, auf einmal schneidet der Rut zurück. Dachten wir, hatten wir kurz dran, ist leider im Dreh ausgestiegen. Weil er ein Flebel ist, der hängt nicht richtig. Naja, gehört halt nicht dazu. Und die Garage, die wir eben, die lebt noch. Aber man hat deutliche Bissspur gesehen, also der hat da ganz schön drauf geknallt. Ja, fiedern wir noch ein bisschen, wa? Weil Köderfisch ist ein bisschen im Au momentan. Ja, leider von mir nur zu kleine Köderfische, kleine Märchen, so bis 20 cm. Wir wollen eher was haben, so 30, 40 cm, vielleicht noch einen Stück größer. Schöne Karauschen. Schöne Karauschen. Einmal sehen. Wir machen jetzt erstmal weiter, packen Fiederrufen zusammen und wollen nochmal eine Runde Fieder geben. Ja, hi Leute, ich bin jetzt tagsüber ein bisschen unterwegs, ein bisschen fiedern. Ich habe mich ein bisschen weiter flussabwärts gesetzt. Der Eike sitzt noch oben, hat die Ruten im Auge. Vorhin hatten wir ja diesen schönen Fehlbiss gehabt, leider nicht gehakt, gehört dazu. Und ja, ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Ich habe hier nette Gesellschaft. Maden neu dran machen, bisschen Futter in den Fiederkorb rein und dann heißt es Futter neu raus.
So Leute, jetzt sind wieder alle 6 Routen scharf. Ordnung haben wir gemacht, dass wenn wir nachts rausrennen müssen, dass wir nirgendwo gegen anecken, stoßen. Oft schon gehabt, dolle Schmerzen. Letzte Nacht. Letzte Nacht mit Eike. Läuft doch voll gegen Routen, Alter. Hatte sich eine schöne Schramme hinterlassen. Ja, worauf achten wir oder was versuchen wir hier zu machen oder generell, wie wir vorgehen? Versuchen ein bisschen, wo Struktur ist, die abzufischen. Geht ganz gut mit Bojen setzen, hin und wieder auch mal rüberspannen zum anderen Ufer. Aber es geht wirklich nur, wenn der Wasserverkehr sich beruhigt hat oder nichts los ist, weil es auch gefährlich ist. Ansonsten ist das eigene Ufer immer sehr interessant, vernachlässigen viele, sollte man aber nicht vernachlässigen. Und ja, jetzt kommt wieder Ruhe rein. Es ist gerade mal ca. 22 Uhr, Dämmerung gerade mal eingetroffen. Da hinten geht noch die Sonne unter, man sieht es leicht orange. Aber gut, die Mücken lassen es nicht zu, dass wir hier draußen uns ein bisschen unterhalten, Smalltalk machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und hoffentlich melden wir uns mit einem schönen Walladrill. Bis dann, Leute. Schönen Fisch. Hat ungefähr genauso wie gestern gegessen, fast um dieselbe Uhrzeit. Kurz nach eins. Was? Gut 1,90 Meter. Ein sehr schöner Fisch. Hat mir auf die Karausche gebissen. Hat wirklich einen sehr schönen Kampf gemeistert. Sehr schöner Fisch. Ganz schön kampfstark. Ja, hier ist der nächste schöne Brummer aus dem Fluss. 1,90 hat er. Herrlicher Fisch. Und wieder sehr kampfstark. So wie seine anderen Kollegen. Ja, geil. Ich zieh mir jetzt was Frisches an und dann nochmal 1-2 Stunden hinlegen. Bin echt K.O. Wir haben alles zusammengepackt. Wir haben in einer anderen Sandbank, wo wir jetzt die letzten 2-3 Nächte waren, haben wir echt schöne Fänge gehabt. 4 größere Waller ab 1,90 aufwärts. Der größte war 2,8. Den konnte Eike drillen. Ja, ist eine super Bilanz bisher. Das Ganze entspannt alles. Das Wetter ist echt herrlich. Schon ziemlich heiß. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich da keinen Sonnenstich oder sonst was zuzieht.
Ja, wir sind hier am neuen Platz angekommen, bereit unser Camp alles aufgeschlagen. Und jetzt bereiten wir so langsam unsere Routen vor. Sprich, wir haben uns gedacht, dass wir eine Route wieder mit einer U-Pose anbieten. Deswegen nehmen wir hier so einen verrottbaren Sack, den wir mit feuchten Sand Matsch füllen. Und da werden wir dann einen Köder auf jeden Fall mit präsentieren. Die anderen Köder werden wir mit Bojen rausbringen oder hier direkt am eigenen Ufer, weil unsere Sandbank hat so eine kleine Einbuchtung. Das heißt, wir können direkt voraus wegfischen, schön am anderen GS, an den kleinen Bäumen anbieten. Das bietet sich wunderbar an. Ja, wir haben noch circa, ja, 6 Köder haben wir. Alle circa so 25, 30 cm. Schöne Karauschen dabei, auch ein bisschen kräftiger. Größer nehmen wir auch nicht. Gut, wenn es jetzt ein bisschen größer sind, nehmen wir die auch. Aber in der Regel sind es eigentlich immer wirklich so 25, 30 cm. Bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Ja, wir machen jetzt den Sandsack hier fertig. Bereiten alle anderen Montagen auch soweit vor. Bereiten unsere Boje zum Auslegen vor. Und dann ist es auch schon langsam die Zeit, dass wir unsere Routen rausbringen, dass wir wieder Ruhe ins Wasser bringen. Letzte Route, Leute. Jetzt die Nacht ist komplett windstill und die Mücken unerträglich. Aber Millionen, Milliarden, Billionen Viecher hier. Alles voll von denen. Und unser Zelt, und unser Zelt ist auch voll von den Viechern, weil die kommen aus jeder Ritze hier rein. Ja, wir machen uns einen letzten schönen Abend, schön lecker essen und mal sehen, was die Nacht so noch bringt. Wir haben jetzt 5 Ruten scharf gemacht und ja, einen schönen Fisch wollen wir mindestens noch mitnehmen. Und bei uns ist es immer so die letzte Nacht, da scheppert es ordentlich immer. Gerade am Essen. Gerade am Essen, erzähl ruhig. Und gucken raus. Ich dachte, der Köderfisch, der macht ein bisschen nervös. Man hört die Glocke eben so ein bisschen. Ich dachte, ja, ach, der kommt gleich ein bisschen zum Spaß gesagt. Einmal schneidet die Rute zurück. Scheint ein bisschen kleinerer Fisch zu sein. Hier vorne ist er schon. Bisschen kleiner. Naja, passt Köderfischgröße. Tja, das war ein Wallerdrill, der nächste gehört zu mir. Ist mir egal.
richtig schöner Abschlusswaller. Herrlicher Fisch. Der Trip hat sich echt gelohnt. Viele Fische dabei gewesen. Ich glaube 5 große von diesem Kaliber hier. Und 3 kleinere, mittlere. Hat sich echt gelohnt. Mal ein richtig schöner Abschlussfisch. Ja. Der schwimmt das Koloss weg. Ja, jetzt gibt er Gas.